80.000 Woodlocks die Stunde. Das ist die Mission und das wird angegangen. Das ist der nächste Schritt, um das unfassbar große Ziel, den Amber Palace zu erreichen. Nachdem wir in den letzten Wochen schon unfassbar riesige Aushebungsarbeiten gemacht haben, wir schon eine riesige automatische Farming Area gebaut haben, wir schon das Fundament gelegt haben und die Raid Farm errichtet haben, die immer noch nicht funktioniert, geht es heute mit dem riesigen fetten Projekt weiter. Und ja, auch die Raid Farm macht uns in dieser Folge noch sehr, sehr stark zu schaffen. Denn tatsächlich gibt es dort noch viel mehr Bugs, als ich eigentlich vermutet habe. Denn in der letzten Folge sind wir ja auch ebenfalls hier stehen geblieben. So Leute, zwischendrin sind wir jetzt wieder hier live im Stream gerade dabei. Auf jeden Fall, ich stand jetzt die letzten zwei Nächte hier AFK an der Farm und da sind noch ein paar Bugs aufgetreten und die würde ich gern fixen, bevor wir jetzt den Stuff für die Baumfarm weiterholen. Ein paar sehr, sehr schwierige Bugs. Sehr, sehr schwierige Bugs. Es gibt, wie ihr seht, noch jede Menge zu tun. Außerdem haben wir bei der Raid Farm ebenfalls noch vielleicht das ein oder andere etwas unnötige, aber coole Feature gebaut. Aber das seht ihr alles im heutigen Video. Falls ihr zufälligerweise Bock habt, eure Minecraft-Projekte der Community oder sogar mir zu zeigen oder Spieler zu finden, die mit euch Minecraft zocken oder andere Games, dann könnt ihr gerne mal auf meinem offiziellen Community-Discord-Server vorbeischauen. Der steht jetzt. Da haben die Twitch-Mods unfassbar viel dran gemacht. Ebenfalls könnt ihr gerne, wie gesagt, auf Twitch und Instagram vorbeischauen. Und ich würde euch weiterhin viel Spaß mit dem Video wünschen. Und let's go, wir fangen an. Zwischendrin sind wir jetzt wieder hier live im Stream gerade dabei. Und ich habe das alles gerade schon mal erklärt. Nicht, dass ihr euch wundert, falls es jetzt gleich ein bisschen emotionslos rüberkommt. Auf jeden Fall, ich stand jetzt die letzten zwei Nächte hier AFK an der Farm und da sind noch ein paar Bugs aufgetreten und die würde ich gern fixen, bevor wir jetzt den Stuff für die Baumfarm weiterholen. Ein paar sehr, sehr schwierige Bugs. Sehr, sehr schwierige Bugs, denn ich sterbe hier an der Farm. Nach einer bestimmten Zeit sterbe ich einfach an Plagegeistern, was echt nicht so krass von Vorteil ist, muss ich sagen. Denn das Ding ist, hier diese Typen, die die Plagegeister spawnen, droppen im Prinzip hier rein, droppen hier rein und stacken sich dann hier fest, okay? Ah! Nee! Digga, perfekt. Ja, bin ich jetzt stuck in meiner eigenen Farm? Hallo? Ja, ja, der Profi. Auf jeden Fall stacken die sich hier fest und dann werden die im Prinzip hier runtergeschwemmt. Ich fall dann dort unten runter, mach den nächsten Raid bereit, der nächste Raid spawnt, fällt hier runter und diese Kackdinger, die die Plagegeister spawnen, sind immer noch hier stark. Die werden dann runtergeschubst von dem nächsten Raid und fliegen im Prinzip nach da unten, nach dort. Ich bin dann mit dem Durchgang, den ich habe mit bösen Ohren, im Prinzip chill ich noch da unten und komme dann gerade erst hoch und dabei stehen die Viecher, die Plagegeister spawnen, schon hier, dort und sehen mich frühzeitig, spawnen dann die Plagegeister, ich komme hoch, stell mich dahin und sterbe halt an diesen Kack-Plagegeistern. Bedeutet, ich muss jetzt gleich erstmal eine fette Glock dort oben reinbauen, dass dieses Tor, was ihr dort seht, nur geöffnet wird, wenn ich im Prinzip schon dort oben stehe und killen kann. Weil sonst spawnen die Dinger zu früh, ich kriege wieder Schaden, ich sterbe und ach, unendlicher Kreislauf an ganz viel Kacke und ich will halt hier wirklich, ich will hier 24 Stunden AFK stehen können, ohne Probleme. Das ist der erste Bug. Dann gibt es noch ein Problem und zwar ist erstens mein Schwert weg. Dadurch, dass ich gestorben bin, ist es irgendwo hingeflogen, ich weiß immer noch nicht wo. Und dazu kommt, ihr seht ja hier, wir haben das ja hier im Prinzip alles einlagern lassen in eine große viereckige Chest-Ansammlung, okay. Das Ding ist, das funktioniert auch, das ist alles super, hier sind doch nur die wichtigsten Sachen drin. Nur das Problem ist, ich stand jetzt hier 5 Stunden, vielleicht AFK noch nicht lang, 5 Stunden und dieses gesamte System ist schon fast voll. Ja, das ist nicht so vorteilhaft, das ist einfach wirklich fast voll. Ich habe jetzt gesehen, dass man, wenn man das hier in einen Ofen tut, kann man die Armbrust als Brennmaterial benutzen und das hier kann man zu einem Eisen, nicht Ingot, sondern zu einem Eisen-Nugget machen. Das ist zwar vielleicht nicht so eine hohe Belohnung, aber besser als nichts. Heißt, ich werde hier Trichter platzieren, einen automatischen Ofen bauen und in diesen automatischen Ofen werden wir einfach den Stuff reindroppen. Der wird automatisch gebrannt und danach habe ich ein paar Eisen-Ingots. Ein bisschen mehr, wisst ihr, besser als nichts so. Und ich kann gleich die Kisten entleeren, ohne dass der Stuff despawnt. Das ist sehr vorteilhaft. Außerdem finde ich hoffentlich mein Schwert irgendwann mal wieder. Das wäre auch ein Vorteil. Und ich stand, wie gesagt, 5 Stunden AFK, bin zwar einmal nach 2 und einmal nach 3 Stunden und dann gestorben, leider. Huch. Aber es ist jede Menge an Smaragden zusammengekommen. Der Stream hat gerade einfach schon gewettet und es waren 15.000 auf über 3 Doppelkisten und 2.000 auf unter 3 Doppelkisten, Digga. Und wir haben einfach, ja, es sind 7,5 Doppelkisten einfach. 7,5 Doppelkisten Smaragde. Auf jeden Fall kümmere ich mich jetzt hier erstmal um eine Tür. Ich weiß gar nicht, wo die Tür auch hin ist. Die ist einfach weg. Und danach würde ich erstmal die Glock dort oben bauen. Und dann gucken wir weiter. Ich hoffe, die Glock funktioniert. Ich muss erstmal ein Timing finden, ein Glockensystem, was es schafft. Und wir legen damit jetzt los. Let's go.
Die haben jetzt nach geraumer Zeit, 2,5 Stunden hat der Kack einfach gedauert, wirklich 2,5 Stunden hat der Müll gedauert, haben wir jetzt hier diese Schaltung gebaut. Die verursacht im Prinzip, dass sobald ich hier ankomme, hier ein Block-Update gemacht wird. Das Redstone-Signal wird weitergegeben, hier wird es verlängert, dann wird es nochmal, dieses verlängerte Signal wird nochmal weitergegeben, nach hier oben. Hier oben wird im Prinzip dadurch verursacht, dass sobald, oder so lang wie ich da unten stehe, das sind übrigens exakt 13 Sekunden oder 12,16 circa, haben wir mit dem Stream ausgemessen, bleibt die Tür offen. Bedeutet, in der Zeit können die Sachen runterfallen und runterdroppen und dadurch, dass ich unten stehe und die kühlen kann, ist das auch kein Problem. Und sobald ich wieder falle und im Prinzip ein neues, sobald ich einen neuen Raid beschwöre, bin ich dann im Prinzip unten und die Tür dort oben ist zu und sobald ich dann wieder hier hochkomme und der Raid dann gespawnt ist, wird wieder hier der Block-Update gemacht und das gleiche geht von vorne hoch los. Das ist ein unendlicher Kreislauf und so funktioniert das Ganze. Ganz interessant. Ich hoffe, das funktioniert. Ich kann das erst testen, wenn ich dann jetzt wieder 3-4 Stunden hier AFK stehe. Wenn ich jetzt 2 Durchgänge oder so teste, bringt es nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dort oben so ein Typ überhaupt spawnt und dass es dann alles so passiert, wie es passiert ist, in den vorherigen Bugs ist so gering, dass es jetzt gar keinen Sinn machen würde, hier einen kleinen Test zu machen oder so. Ich werde jetzt erstmal als nächstes hier einen automatischen Ofen bauen, beziehungsweise was heißt automatisch. Nicht einen vollautomatischen Ofen, aber ich baue jetzt im Prinzip hier so Trichter hin, so ist der Plan. Und dann kommen da drunter Öfen, dass ich einfach hier stehen kann und immer das Ganze hier einfach rausdroppen kann, wisst ihr? So. Und dann hoffe ich mal, dass ich das irgendwie hinbekomme, ich weiß noch nicht wie, dass automatisch die Armbrüste als Brennmaterial genutzt werden und automatisch die Äxte halt verbrannt werden. So ist der Plan. Ich weiß noch gar nicht, ob das überhaupt so möglich ist, ob das überhaupt funktioniert. Aber ich lasse mir da was Geiles einfallen. Ihr seht das jetzt wieder in der kleinen Timelapse, wie ich hier das alles baue und hier den automatischen Ofen setze und mir hier was Cooles einfallen lasse. Und wahrscheinlich werde ich danach auch direkt hier alles rausdroppen. So ist zumindest der Plan, wenn das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Irgendwie glaube ich es noch nicht. Aber wir werden es gleich sehen. Viel Spaß. Wir haben jetzt hier im Stream voll lange den Kackofen entworfen. War mega geil, aber es ist richtig geil, es ist richtig geil. Also erstmal, fuck Chat. Chat, die Dinger fahren schon wieder nicht synchron. Chat, die Dinger fahren schon wieder nicht synchron. Das zweite fährt nicht mal. Wo ist das zweite? Was ist passiert? Das zweite ist einfach weg, Digga. Hä, wo war's? Vielleicht tüffeln später nochmal drumrum. Aber erstmal lasse ich es so. Naja, auf jeden Fall fahren die jetzt unsynchron. Eigentlich sind die ganze Zeit synchron gefahren. Keine Ahnung, warum die unsynchron fahren. Das macht gar keinen Sinn. Irgendwie braucht das eine Minecart auch länger als das andere. Vielleicht finde ich da noch eine Lösung irgendwie in Zukunft. Auf jeden Fall funktioniert der Ofen. Der Ofen ist so aufgebaut, um das ganze Prinzip nochmal zu erklären. Auf jeden Fall ist es im Prinzip so, dass wenn ich diesen Hebel dort drücke, diese Blöcke hier einfahren, die dort und die dort. Und dann geht das Redstone-Signal dort hinten aus. Heißt, diese Trichter sind funktionstüchtig. Jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, yo, ich droppe jetzt ein paar Äxte. Die werden dann hiervon aufgesammelt, werden einsortiert in die verschiedenen Trichter und gehen dann direkt in die Öfen. In den Öfen werden sie dann gebrannt und gebrannt werden sie mit den Armbrüsten. Wie das funktioniert, indem ich hier jetzt zum Beispiel aufmache, danach fahren die Minecarts jetzt da nach hinten und dort hinten seht ihr, wartet, ich kann mal kurz rausgehen und euch das zeigen, eine extra Trichterreihe mit Kisten und hier sind im Prinzip noch mehr Trichter, die dann da hinten, die führen dann im Prinzip hinten rein in die Öfen. Bedeutet, die Armbrüste, die ich droppe, werden als Brennstoff verwendet und das halt mit dieser Redstone-Schaltung, die ich dort gebaut habe. Ganz OPer Scheiß, den ich hier einfach errichtet habe. Ganz wilde Nummer. Heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel mich hinstellen und sagen, yo, Armbrüste, droppe ich mal alle. Und die werden dann automatisch von den Minecarts einsortiert als Brennstoff. Und dann kann ich sagen, okay, wenn die Armbrüste jetzt mal hier weggenommen werden. Und jetzt kann ich sagen, wenn das Minecart da weg ist, kann ich sagen, yo, ich mache jetzt zu. Danach kommen die Minecarts hier wieder rangeeiert. Dadurch, dass die Schiene so von unten hochkommt, kann das Minecart durch den Block durchfahren. So. Und jetzt sind die beide wieder hier oben. Die Trichter sind jetzt wieder offen. Und jetzt kann ich zum Beispiel, weil ich gerade den Brennstoff gemacht habe, kann ich jetzt sagen, jo, nehm mal die Äxte. Zack, zack. Und dann werden die Äxte von den Minecarts mitgenommen. Sobald die Äxte dann einsortiert werden, werden die direkt an hier in die Öfen. Und rein theoretisch müsste es dann brennen, wenn genug Brennstoff vorhanden wäre. Ja, das Problem ist, die Minecarts lagern zuerst hier das Brennstoff ein, aber die Äxte werden zuerst hier eingelagert. Bedeutet, dass
das ist noch ein bisschen unvorteilhaft. Aber das mache ich jetzt alles. Ich drop das jetzt alles hier rein und dann hoffe ich, dass der automatische Ofen funktioniert. By the way, nachdem der automatische Ofen dann alles gebrannt hat, ey, das ist todeskrank, okay, das ist todeskrank. Nachdem der automatische Ofen alles geplaced hat, wird es da reingeleitet und von da aus geht es hier unten lang. Dort rausgedroppt geht es dann nach dort oben und dort oben geht es in ein externes Sortiersystem. Das habt ihr nämlich gesehen, das haben wir gebaut, da bin ich jetzt gerade auch dreimal durchgelaufen. Ja, was soll ich euch sagen? Hier haben wir jetzt ein externes Sortiersystem für jeglichen Eisensaft, der da im Prinzip dann rausgebrannt wird, wo das hier einsortiert wird. Das ist sehr wild. Das ist ein übertriebenes Lager. Es sind viel zu viele Chests, aber ich hab's ein bisschen übertrieben. Was soll ich euch sagen? Auf jeden Fall kümmere ich mich jetzt erstmal als allererstes hier drum, die ganzen Sachen rauszudroppen und mal zu gucken, ob das jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, damit habe ich aber auch nicht gerechnet. Das sind einfach anderthalb Stacks Eisen-Ingots, die wir jetzt haben. Wir haben, oder ich habe jetzt, bin jetzt über meine Schulzeit hier AFK gestanden. Oder habe AFK, ja, auf jeden Fall stand ich hier AFK. Eine ganze Weile, ich glaube 6 Stunden oder so. Und davon, war ich exakt 1 Stunde lang am Leben und bin danach gestorben. Wieder mal. Obwohl wir jetzt zahlreiche Bugfixes gemacht haben und die Farm hätte eigentlich funktionieren müssen. Hat sie aber nicht. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, warum. Wir gehen mal kurz auf die andere oder auf das Replay und da sieht man das ziemlich deutlich. Perfekt, guck mal hier. Da, der Übeltäter, Junge. Der da war's. Dieses Arschloch ist einfach durch diese Lücke dort. Der ist einfach hier durchgeschwommen, weil er perfekt... Guck mal, was hier drin steht, Jungs. Guckt euch das an. Und der ist einfach perfekt da durchgeschwommen. Dann nach unten. Zu dem Zeitpunkt war ich hier, okay? Das Arschding ist einfach kackzeitig runtergeplomst, dass er hier jetzt unten ist. Dann trackt er mich natürlich. Da spawnt er sie, weil ich ihn nicht geschlagen habe. Und jetzt sterbe ich halt. Das war der Bug. Und was ist die Lösung aus dem Bug? Genau, wir müssen eigentlich nur diese Tür, die hier oben ist, einmal drehen. Das habe ich tatsächlich auf der Hauptwelt schon gemacht. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Hier, genau, die Tür hier. Die habe ich hier schon gedreht, heißt, da kann jetzt nichts mehr durchplumpen, nichts mehr durchbuggen. Da dürfte jetzt nichts mehr passieren. Ich werde es morgen nochmal testen für 4 Stunden oder so. Und dann werde ich entweder die Erlösung haben oder einen weiteren Bug, den es zu fixen gibt. Dürfte aber jetzt wirklich nicht mehr passieren, also for real. Ich hoffe wirklich, dass es nicht mehr passiert. Wir können mal kurz gucken, wie viele Emeralds wir mittlerweile haben. Müssen irgendwie 9 Doppelkisten oder so sein. Ja, Digga. Was? Die ist immer noch nicht voll? Ja, okay, die ist fast voll. Ja, ist okay, ne? Ist noch nicht viel, aber auch nicht wenig, würde ich behaupten. Wir werden weiterhin den Star holen, um dann die Baumfarm bauen zu können. Da werde ich mich jetzt drum kümmern. Und, ja, let's go, let's go, let's go. Das macht immer am meisten Spaß. Uhu. Also Freunde, kurzer Zwischenstart schon wieder. Ich weiß, wir waren gerade noch dabei, den Stuff zu farmen, um im Prinzip an die Baumfarm dann zu kommen, beziehungsweise die Baumfarm bauen zu können. Es ist jetzt gerade ein bisschen im Stream wieder eskaliert. Ihr seht es, hier ist eine ganze Menge passiert. Ihr habt es auch in der Timelapse gerade gesehen. Das ist ein ganz fettes Problem hier. Ich bin wieder an der Farm gestorben, weil das Timing der Clock, die wir hier gebaut haben, wo ich mich so schlau gefühlt habe, komplett falsch war. Die war auf 12 Sekunden, obwohl ich 49 Sekunden hier stehe und kille und nicht 12 Sekunden. Bedeutet, wir haben jetzt hier 10 Clocks gebaut gefühlt, dass das Signal im Prinzip auf 49 Sekunden verlängert wird. Somit passiert es dann, dass die Tür dort oben, die Tür hier, bleibt dann im Prinzip 49 Sekunden lang. In der Zeit, wo ich unten killen bleibe, bleibt die Tür 49 Sekunden lang offen. In der Zeit kann ich unten killen und nach diesen 49 Sekunden wird diese Falltür hier aktiviert. Ich fall runter, die Tür oben geht zu, so wie es sein soll. Dann aktiviere ich erstmal den Wait, komme wieder hoch und sobald das hier ausgelöst wird, ist der Block hier, kann ich euch auch zeigen, geht im Prinzip die Clock wieder los und die 49 Sekunden aktivieren sich von vorne. Ich werde jetzt erstmal noch einen kleinen Testlauf hier machen. Ich hole mir jetzt Böses um und teste es dann nochmal, aber ich bin mir ziemlich sicher, das funktioniert. Das seht ihr jetzt gleich nochmal. Und danach fahren wir weiter den Baumfarm-Stuff. Genau. Ob der Test funktioniert oder ob wir uns in einer Woche wiedersehen und dann mittlerweile die 4. Woche an dieser Farm verbringen. Und auch noch eine ganze Menge weitere Bugs beheben müssen. Das seht ihr nächste Woche Sonntag um 16 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Diese Farm bringt mich an meine Grenzen. Oh, die Farm.